Mein Name ist Heiner Meyer. Ich bin bildender Künstler, das heißt, ich bin mache Skulpturen, ich mache Malerei und bin gebürtiger Bielefelder und bin nach Studium und einigen Auslandsaufenthalten auch wieder in meiner Heimatstadt gelandet. Am ehesten sind meine Bilder von der Thematik an die Pop-Art angelehnt. Und man spricht inzwischen auch so von zweiter Generation der Pop-Art. Das heißt, es gibt natürlich diese Väter, auf die man sich immer wieder bezieht. Das ist die amerikanische Pop-Art wie Andy Warhol, Rauschenberg, Lichtenstein etc. Und das sind so ein bisschen die Wurzeln. Ich bin beruflich halt auch sehr viel unterwegs und sauge das eigentlich auch immer auf, was so passiert und was um mich herum. Einmal schaue ich mir natürlich Arbeiten anderer Künstler an, vielfach auch alter Meister, weil ich eben noch ganz traditionell arbeite. Die meisten arbeiten heute mit Acrylfarbe oder mit Sprays und alles mit allen möglichen Geschichten. Und ich also noch ganz klassisch wie die alte Tafelmalerei Öl auf Leinwand mache. Ja, das hat sich so entwickelt, dass das Interesse an den Arbeiten schwerpunktmäßig in Amerika stattfindet. Der Tommy Hilfiger ist bekannt als einer der größten amerikanischen Pop-Art-Sammler und der hat sich, nachdem er sich eine große Kollektion von Andy Warhol und Basquiat zugelegt hat, jetzt seit einigen Jahren meinen Sachen zugewandt. Das Bild, was ich für die Kunstauktion ausgesucht habe, zeigt eine Figur aus der Mickey Mouse Serie. Da gibt es auch Serien von Lucky Luke und so weiter, diesen ganzen Helden der Kindheit. Es hat etwas von einer Plakatwand. Gerade dieser Aspekt, dieses Abgerissen, des Sichtbarmachens eines zweiten Motives, das ist etwas, was mich in meinen Arbeiten sehr, sehr beschäftigt und das ist auch in dieser Arbeit sehr präsent.